Sie war relativ pisst und hat ihn gefragt, ob das eigentlich immer so bei ihm ist, weil er wäre so ziemlich der Schlechteste, den sie je im Bett gehabt hätte. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einer weiteren Episode der Tinder- bzw. Dating-Community-Stories, dem Format, in dem ich eure Dating-Geschichten erzähle. Nicht wundern über meinen heutigen Aufzug. Es ist Donnerstag, Tag des Philharmonikerballs, einem der schönsten Bälle dieser Saison. Und ich hatte bereits meinen Friseurtermin, deswegen sehe ich entsprechend aus und habe jetzt auch schon mein Ball-Make-up aufgetragen, damit ich dann, sobald ich das Video abgedreht habe, direkt in den Musikverein fahren kann und ja, zur Balleröffnung gehen kann. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Es ist nur eine kurze Erklärung, weil morgen werde ich keine Zeit haben, um das Video zu drehen und dann ist schon Samstag. Deswegen wurde das jetzt ganz kurz vor knapp noch reingequetscht. Aber wenn ihr noch irgendwelche Geschichten für mich habt, datingtechnisch, sei es jetzt was super Lustiges, etwas eher in Richtung Cringe oder auch vielleicht mal wieder eine positive Geschichte, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Entweder per E-Mail an die unten angegebene E-Mail-Adresse oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram direkt, da heiße ich genauso wie hier auf YouTube Fiesophie. Oder ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, da freue ich mich auch immer, mich mit euch auszutauschen über die diversesten Situationen. Und dann hätte ich gesagt, starten wir auch schon mit dem Video für heute. In der ersten Geschichte hat mir ein Mädel erzählt, dass sie sich bereits schon öfters mit einem Typen getroffen hat. Das war wohl schon so das 10. Mal in etwa und es hatte sich eingespielt, dass sie sich meistens am Wochenende regelmäßig gesehen haben. Sie haben sich dann oft anfangs eher so im Keller aufgehalten und sind dann aber ab und zu in die Küche, um sich dort was zu essen zu machen. An dem besagten Tag haben sie das auch so gemacht. Sie haben eine Pizza in den Ofen geschoben, die etwa 20 Minuten backt und sind dann zu ihm ins Bett. Da es aber nur 20 Minuten waren, wollte sie dann im Bett nicht direkt mit ihm Sex haben. Allerdings hat er dann nach so 10 bis 15 Minuten gemeint, so ja, ob sie nicht vielleicht doch miteinander schlafen wollen würden und ob sie es nicht auch in 5 Minuten schaffen. Sie haben es dann probiert, sie hat sich überreden lassen, aber natürlich haben sie es nicht in 5 Minuten geschafft. Deshalb musste dann der Akt kurzzeitig unterbrochen werden und er ist nach oben gegangen, um sich um die Pizza zu kümmern. In dem Glauben, dass er nur kurz die Pizza holt und es dann weitergeht, ist sie mal im Bett sitzen geblieben. Allerdings kam er dann herein und hat erstmal herzhaft in die Pizza gebissen. Das hat sie dann schon so ein bisschen genervt und sie hat sich wieder angezogen und dann auch ein bisschen was von der Pizza gegessen. Wobei er da noch angemerkt hat, dass er jetzt auch eine Lasagne in den Ofen geschoben hat, die in etwa 30 Minuten fertig sein wird. Sie hat sich dann gedacht, sie werden wohl diese 30 Minuten dann auch noch abwarten, bis sie wieder miteinander schlafen. Aber nein, falsch gedacht. Es war genauso wie beim Mal davor. Kurz vor knapp hat er dann gemeint, ja, er würde gern wieder. Und als dann die Lasagne in diesem Fall fertig war, wurde auch wieder unterbrochen, um diese aus dem Ofen zu holen. Nach der Aktion hatte sie dann auch keine Lust mehr und die ist so ein bisschen versiegt. Und nachdem er sich auch nach dem Essen nicht die Zähne geputzt hat, so wie sie es getan hat, hatte sie dann auch absolut keine Lust mehr, ihn zu küssen. Und es ist dann dabei verblieben. Am nächsten Morgen, hat sie dann gemeint, hatte sie allerdings dann trotzdem noch die Ehre, ihm auch noch einen zu blasen. Und nachdem sie währenddessen dann doch auch wieder ein bisschen Lust auf ihn bekommen hat und dachte, sie wäre dann quasi, nachdem sie ihm diesen Gefallen getan hat, auch an der Reihe, ja, blieb sie da leider auch unbefriedigt, denn kurz nachdem er fertig war, hat er, statt sich um sie zu kümmern, gemeint, dass er jetzt überlegen muss, was für einen Kratzbaum er jetzt eigentlich für seine Katze kaufen geht. Schwierig. Ich würde mir vielleicht einen anderen Partner für solche Aktivitäten suchen, nennen wir es mal so, denn der Gute scheint da wirklich nicht unbedingt auf die Bedürfnisse anderer Leute zu achten, sondern nur auf die eigenen, sei es jetzt, dass er Hunger hat. Also ich nehme zwar an, dass er selbst auch noch nicht zwingend fertig war, immer wenn unterbrochen wurde, um das Essen zu holen, aber
ja, schwierige Situation. Ich weiß nicht, wie sie dann weiter verblieben sind. Das wurde dann nicht aufgeklärt, aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das großartig weitergegangen ist. Und somit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Geschichte. Diese kommt ausnahmsweise mal wieder von einem Mann. Ich freue mich ja tatsächlich auch immer, wenn ich auch mal die männliche Seite von solchen Stories höre, denn es gibt ja auch genug Frauen, die sich leider aufführen wie die letzten Menschen. Und ich habe immer das Gefühl, dass sich Männer tendenziell angegriffen fühlen, wenn ich immer nur die Frauenperspektive erzähle. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dann auch mal wieder die Seite eines Mannes beleuchten kann. Er hat mir erzählt, dass er damals mit 20 ein Date hatte, wo man auch wohlgemerkt noch hinzufügen muss, dass er zu diesem Zeitpunkt noch Jungfrau war. Er hat sich mit dem Mädel über Tinder verabredet. Er war damals der festen Überzeugung, dass er über Tinder eine passende Partie finden würde. Und sie haben sich dann verabredet, um zusammen in ihre Lieblingsbar zu gehen. Bevor es zu dem Treffen kam, hat sie auch noch ihr Herzlein ausgeschüttet bei ihm, dass sie so Pech mit den Männern hat und dass ihre letzten Tinder-Bekanntschaften eigentlich alle immer nur das eine wollten und dass sie endlich mal wieder mit jemandem zu tun haben möchte und jemanden kennenlernen will, der sie als Person kennenlernen möchte und eben nicht immer nur nach dem einen her ist. Und einfach im Allgemeinen, dass es ihr diesbezüglich so schlecht geht. Und er hat eben gemeint, er würde sie gerne als Person kennenlernen und deswegen kam es dann auch zu dem besagten Treffen. Sie haben sich also, wie bereits erwähnt, in der Bar getroffen und haben sich dann dort einen Platz an der Bar gesucht. Und sie hat dann gleich zu Beginn ihn gefragt, ob er denn eigentlich sie einladen würde für heute Abend. Er war etwas perplex und hat dann notgedrungen gesagt, ja, natürlich. Woraufhin sie sich strahlend zur Bar umgedreht hat und dort erstmal 3 Tequila Sunrise bestellt hat. Entschuldigung. Es waren 4, es waren nicht nur 3. Pardon, das war jetzt mein Fehler. Er war sehr überrascht, dass sie gleich 2 Runden bestellt hat und war dann etwas verunsichert. Allerdings, als die Getränke kamen, hat sie gleich mal 3 von den 4 Tequila Sunrise zu sich herübergeschoben und gemeint, die sind für sie und hat so ein bisschen verschmitzt gelächelt. Er dachte in diesem Moment noch, dass es sich dabei um einen Scherz handeln würde und hat so ein bisschen mitgelacht und sich seinen Drink genommen. Während des Dates haben sie sich dann eigentlich durchgängig über Sex unterhalten. Eigentlich genau das, was sie ja nicht wollte, dachte er zumindest. Und sie hat erzählt, wie viele Typen sie nicht schon hatte und wer wie gut im Bett war, wer den längsten hatte und lauter so Informationen, wo ich mal stark davon ausgehe, dass es eigentlich niemand, der jemanden gerade datet, so zwingend interessiert und das eigentlich wahrscheinlich nicht wissen möchte, was da im Vorfeld gelaufen ist. Das hat sie allerdings wenig interessiert und als er dann irgendwann seinen Drink fertig hatte, hat er nach einem der 3 vor ihr stehenden Drinks gegriffen und wollte sich quasi eben seine 2. Runde nehmen. Woraufhin sie gemeint hat, ah, das sind doch alles meine. Dadurch hat er dann auch herausgefunden, dass das vorhin kein Scherz von ihr war. Und nicht nur das, sie hat dann auch noch, ohne ihn zu fragen, für ihn einen zusätzlichen Tequila Sunrise bestellt, den er dann notgedrungen ja auch mitzahlen musste. Damals war er außerdem noch Student und fand es jetzt weniger lustig, mal eben 50 Euro für ein paar Cocktails auszugeben. Aber da er nicht unhöflich sein wollte, hat er nun mal in den sauren Apfel gebissen. Nach ihrem 3. Cocktail war sie dann schon ziemlich betüttelt und sie war aber noch top motiviert und wollte sich gleich daraufhin noch einen Cocktail bestellen, wovon er sie allerdings abhalten konnte. Sie wollte dann auch noch unbedingt mit ihm nach Hause, was er auch verhindert hat und stattdessen sie nach Hause begleitet hat, weil sie dann schon sehr beschwipst war. Am nächsten Tag hat sie ihm dann geschrieben und war total eingeschnappt und hat ihn gefragt, ob er sie eigentlich so unattraktiv findet, dass er nicht mit ihr schlafen will oder was das genau sollte. Und er hat gemeint, nein, ganz im Gegenteil, er will sie nur mal eben kennenlernen, bevor es zur Sache geht. Eigentlich ja genau das, was sie auch wollte. Oder wir erinnern uns. Allerdings hat sie ihm dann sämtliche Worte im Mund herumgedreht und gemeint, das kann alles gar nicht sein, weil wenn er sie wirklich so attraktiv finden würde, dann würde er gar nicht anders können, als mit ihr schlafen zu wollen und dass er sie ohnehin nur kommen will und bla 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 bla. Obwohl sie ja der festen Überzeugung war, dass er sie ja ganz bestimmt nur kommen möchte, kam es trotzdem zu einem 2. Treffen und hier hatten sie sich verabredet, um gemeinsam bei ihm zu kochen. Sie kam dann auch und hat
hat sich aber nicht sonderlich fürs Kochen an sich interessiert, sondern ist ziemlich direkt auf sein Bett zugesteuert und hat dort mal Probe gesessen und gelegen. Und nicht nur das, ihr war dann auch plötzlich so heiß, dass sie angefangen hat, sich dort auszuziehen und dann im BH in seinem Bett lag. Weil man muss ja auch generell mal testen, ob das Bett denn auch wirklich kuschelig genug ist. Und obendrein wollte sie dann unbedingt, dass er sich natürlich mit ihr ins Bett legt, weil ohne ihn ist es ja dann doch wieder zu kalt ohne Oberteil im Bett. Logisch. Naja, was soll man tun? Sie sind dann dort gelegen, haben natürlich angefangen, sich zu küssen und es ging immer weiter und es war sehr offensichtlich, dass sie direkt mit ihm schlafen möchte. Allerdings hat er ein bisschen Bedenken gehabt, weil eigentlich wollte er es nicht so schnell so früh angehen, denn wir erinnern uns nochmal, er war ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich noch Jungfrau. Sie hat sich allerdings nicht so wirklich abhalten lassen und dann ist es dazu gekommen, dass sie auch tatsächlich miteinander geschlafen haben, was ihm so semi-recht war. Nur dadurch, dass es nun mal sein erstes Mal war, war es verhältnismäßig sehr, sehr kurz. Er hat gemeint, es waren wahrscheinlich nur so 5 Sekunden und dann war es schon wieder vorbei. Und das hat sie natürlich in dem Moment auch nicht sonderlich gefreut. Sie war relativ pisst und hat ihn gefragt, ob das eigentlich immer so bei ihm ist, weil er wäre so ziemlich der Schlechteste, den sie je im Bett gehabt hätte. Er hat ihr dann gestanden, dass das tatsächlich gerade sein erstes Mal war und sie war so schockiert, als hätte er ihr gerade gestanden, dass er irgendein Krimineller wäre. Sie ist dann aufgebrochen, ohne mit ihm noch zu kochen oder sonst irgendwas und gehört hat er tatsächlich auch nie wieder was von ihr. Puh, ja, schwierige Situation. Also da sieht man mal wieder ganz typisch, es gibt nicht nur Männer, die da unsensibel sind oder wie soll ich es ausdrücken, sodass das noch alles politisch korrekt ist. Ja, das geht natürlich alles überhaupt nicht. Also auch dieses sich einladen lassen bin ich absolut kein Fan von. Ich verstehe das nicht, wie jemand davon ausgehen kann, wenn es zwei gleichgestellte Menschen sind, dass immer der Mann die Frau einladen muss. Ich habe schon einige Male erzählt, ich bin auch kein Mensch, der sich gerne einladen lässt. Ganz im Gegenteil, ich finde, da besteht eine gewisse Gleichberechtigung. Und dementsprechend kann auch mal eine Frau locker einen Mann einladen, ja, so ist es nicht. Von sowas darf man sich einfach nur nicht unterkriegen lassen und also so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch schon deutlich länger her und ich glaube, es ist nichts mehr, was den Guten jetzt großartig verfolgt, aber für alle, die vielleicht noch jünger sind und eine ähnliche Situation erlebt haben, vielleicht auch vor kurzem, es ist alles nicht so schlimm und ihr werdet definitiv jemanden finden, der das alles viel mehr wertschätzt als ja, dass gewisse Leute leider tun. Man soll sich zu nichts zwingen lassen und eben, sei es jetzt als Frau oder als Mann, wenn ihr nicht bereit seid, mit jemandem zu schlafen, dann sagt es. Ich verstehe vollkommen, dass man in der Situation gehemmt ist und irgendwie glaubt, man müsse das jetzt machen, egal welches Geschlecht man hat. Es gibt eben auch genug Frauen, die Männer quasi überzeugen. Gut, ihr war nicht klar, dass es sein erstes Mal war, aber das eine hat eigentlich mit dem anderen nichts zu tun. Ist wirklich ein wahnsinnig heikles Thema. Es muss wirklich jeder für sich da seine Entscheidungen treffen, aber bitte lasst euch dann nicht von irgendwem in was hineinreden und zu irgendwas überreden, was ihr nicht möchtet. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Geschichte für heute und da hat mir ein Mädel erzählt, dass sie einen Münchner kennengelernt hat. Das war Anfang des Jahres und sie haben sich so ein bisschen getroffen, aber so wirklich gefunkt hat es dann doch nicht, weshalb dann nach und nach allmählich der Kontakt abgebrochen ist. Nach etwa einem halben Jahr, wo schon kein Kontakt mehr bestanden hat, hat er sich dann aus heiterem Himmel plötzlich doch nochmal bei ihr gemeldet und sie gefragt, ob sie nicht vielleicht gerne mit ihm auf das Oktoberfest gehen möchte. Sie hat allerdings etwas irritiert reagiert, weil sie sich wirklich nicht erklären konnte, wie er da plötzlich auf sie kommt und exakt das hat sie ihn auch gefragt. Woraufhin seine Antwort war, er hätte jetzt gerade mit seiner Freundin Schluss gemacht und er möchte sich sehr gerne eifersüchtig machen und da ist ihm diese Idee gekommen, dass er ja mit ihr aufs Oktoberfest gehen könnte. Tja, das war jetzt nicht unbedingt die beste Methode, um sie dazu zu überreden, denn darauf hatte sie nun wirklich keine Lust, einfach nur die Frau zu sein, mit der er seine Ex-Freundin eifersüchtig macht. Dementsprechend hat sie abgelehnt und es ist nicht dazu gekommen, verständlicherweise. Ich meine, manchmal frage ich mich wirklich, was Leute glauben, dass man sonst nichts Besseres zu tun hat. Ich meine, es tut mir sehr leid, dass seine Freundin Schluss gemacht hat und dass er jetzt traurig ist, aber muss er dann tatsächlich einfach irgendein neues Fake-Date sich heranschaffen, nur um, weiß nicht, sie potenziell zurückzubekommen? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Und vor allem, was kann diese arme junge Frau jetzt dafür, dass er da irgend so einen Blödsinn verzapft? Ugh.
Ja, werde ich nie verstehen. Ich bin sehr froh, dass sie abgelehnt hat und so einen Blödsinn nicht unterstützt. Bin ich sehr stolz. Wunderbar gemacht. Wenn ihr jetzt noch irgendeine Geschichte für mich habt, wie gesagt, entweder was in die Richtung oder auch was komplett anderes, schreibt sie mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich über alle eure Nachrichten. Und dann hätte ich gesagt, war es das auch schon mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst und auch die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen und vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier unten seht ihr seit neuestem auch noch einen Zweitkanal, denn ich habe angefangen mit Gaming. Ich weiß, es wird nicht alle interessieren, aber vielleicht für den, die ein oder andere, die Spaß daran haben, es sollten schon ein paar Folgen von Pokémon Online sein. Ich werde aber sicher nicht nur das spielen, sondern auch ein paar andere Sachen. Und ja, würde mich freuen, wenn da jemand vorbeischaut. Und dann verlinke ich euch noch hier zwei weitere Videos und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!